Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute, bevor der Januar ganz zu Ende ist, wollte ich kurz meine Favoriten aus dem letzten Jahr präsentieren, aus den Bereichen Film, Funk und Fernsehen. Diesem Jahr traue ich mich noch nicht auf Politik einzugehen und am Schluss ein kurzer Ausblick auf 2018. Kategorien, klar, bester Film, die beste Show oder beste Fernsehserie, das beste E-Sport-Event und als längsten Teil natürlich die interessanteste Musik, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Alles in Bezug auf YouTube und andere sozialen Medien. Der beste Film mit großem Abstand war für mich Blade Runner 2049. Ich habe schon den ersten Blade Runner absolut hervorragend erlebt. Auf lange Jahre finde ich die Bildsprache von Science Fiction beherrscht. Das regennasse Los Angeles aus dem Original Blade Runner und auch jetzt die Stadt im Neuen sind einfach unvergleichlich schön und ich finde auch gut, wie es der Film geschafft hat, die Sequel geschafft hat, an die Fragen anzuknüpfen, die der Vorgänger offen gelassen hat. Wo die ganz zentrale Frage ja immer war, war Decker eigentlich auch ein Replikant oder nicht? Die beste Fernsehserie ist ganz klar Stranger Things. Stranger Things basiert auf einer Novelle von Stephen King oder beziehungsweise auf der Zeit nach der Novelle, nach dem Erscheinen des Bösen in der Kleinstadt Hawkins und holt quasi die Protagonisten dort ab und entwickelt die Geschichte weiter. Ganz hervorragend gefilmt, tolle Darsteller. Es hat immer wieder, jede Episode immer wieder geschafft, mich ans Sofa in die Ecke zu fesseln. Und obwohl ich da lange wusste, zum Beispiel beim Übergang von der ersten und zweiten Staffel, dass Will wieder spielen würde, in der letzten Staffel war ich schweißgebadet in der letzten Folge, als sie ihn dann endlich befreit haben. Wie gesagt, großes Kino ist mein absoluter Favorit und ich freue mich sehr auf 2019, also in einem Jahr, wenn dann hoffentlich die dritte Saison kommt. Gleichermaßen viel frischer und völlig anderes Genre ist natürlich Young Sheldon. Jeder, der irgendwas mit IT, Computerei oder Technik zu tun hat, kennt die Big Bang Theory, kennt Sheldon Cooper. Und in Young Sheldon lernen wir endlich einmal, wie es war, als Sheldon Cooper aufzuwachsen, als hochbegabtes Kind in einer Kleinstadt in Texas. Herrlichste Situationskomik, ganz liebevoll gezeichnet. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, es ist keine Sitcom, sondern als Film, als Film aus der dritten Person gezeichnet. Also ja, es kommt derzeit noch, ist die erste Saison, noch kommen täglich Folgen und ich freue mich und ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass die zweite Saison unterschrieben ist und soweit ich weiß auch vor ein paar Tagen das Film gestartet hat. Zum Ende des Jahres gab es aber nicht nur die beiden, es gab auch noch ein paar mehr schicke Sachen. Lucifer, ganz herrlich, die Geschichte des Teufels, wie er auf die Erde kommt, sich in Los Angeles einen Club aufbaut und sich in eine Polizistin verliebt und dann mit ihr zusammen Mordfälle löst. Ein herrlicher Wortwitz über ganz viele Dinge, er hat immer über seinen Vater und seine Brüder dann auch sehr wörtlich nimmt. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sind wir auch schon zwei Staffeln und bei der dritten Staffel im Moment. Neu angefangen oder jetzt in der zweiten Staffel verfügbar sind die Travelers. Eine ganz interessante, recht düstere Serie, Krimiserie über die Zukunft und Zeitreisen in der Zukunft. Nur, dass in diesem Fall die Zukunft sehr düster ist für die Menschheit und die Prämisse des Films ist, dass aus der Zukunft Agenten in unsere Zeit geschickt werden, um die Fehler zu verhindern, die dazu geführt haben, dass die Zukunft so gruselig ist. Ich bin
zurzeit noch in der ersten Staffel. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Last but not least, die neue Star Trek Discovery. Auch das erste Mal tatsächlich mit bösen Star Trek-Leuten und etwas außerhalb der, ich sage jetzt mal, der Federation-Maxime und der Federation-Comfort-Zone. Interessant zu sehen auch, wie sich Star Trek anhand der Zeit auch so entwickelt. War Next Generation auch noch immer sehr, sehr friedlich und sehr verständnisvoll, ist der neue Captain der Discovery ganz klarer Kriegsheld. Auch da bin ich mal groß gespannt, wie es weitergehen wird. Das war so zum Thema Shows und Filme. E-Sports gibt es schon was länger, ganz oft so Dinge wie Call of Duty oder GTA. Aber seit ein paar Jahren hat die Firma Riot auch mit E-Sports rund um League of Legends eine Liga geschaffen, die massentauglich ist. Wir haben uns das eine Event live angesehen. Ich denke mir, das hat absolutes Potenzial und wird sicherlich auch dazu führen, dass E-Sports irgendwann mal olympiareif werden wird. Als nächstes kommen wir zur Musik und das ist auch schon der letzte Abschnitt. Das Highlight für mich in diesem Jahr, der beste Song, war Johnny Orlando, The Most. Wunderschön geschnitten, absolut von der Farbästhetik wie ähnlich wie Drake, Hotline Bling. War eigentlich so das Musikvideo und das Musikstück, was mich auf YouTube in diesem Jahr am meisten begeistert hat und was ich glaube ich auch am häufigsten gehört habe, zumindest in 2017. Das Album des Jahres war Generation Z von Bars and Melody, im Mitte des Jahres etwa released. Sie gehen jetzt damit auf Tour und wir werden sie am 24., also Mittwoch in einer Woche, dann auch in Köln mit dem Album das erste Mal live erleben dürfen. Die beste Performance an sich oder die beste Bühnenshow, es geht ganz klar an Jakob Sartorius. Der versprüht auf der Bühne eine dermaßen Energie, dass man eigentlich unten im Zuschauerraum die ganze Zeit durchtanzen möchte. Die Musik eignet sich weniger zum Hören, mehr dazu, ihn einfach live zu erleben. Und dann ist es absolut, absolut die Zeit und die Reise dorthin auch wert. Zu Halloween gab es viele Halloween-Specials. Auch Casey Neistat hat ein Halloween-Special gemacht. Aber das schönste Musikstück zu Halloween, fand ich, war von Alexi Now, Eine andere Welt und Otro Mundo Differente. Super schön gefilmt. Sehr interessanter Ansatz an, wie man mit Halloween, Vampiren, Musik und umgehen kann und das Ganze trotzdem noch in einen recht durchgängigen Popsong packen kann. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die beiden sind mittlerweile ja bei Sony unter Vertrag und auch irgendwo bei 5 Millionen Subscribern, 6 Millionen Subscribern. Sie sind dieses Jahr komplett, was die Followerzahlen anging, durch die Decke gegangen. Kurz vor Ende des Jahres habe ich dann über halt verschiedene andere Seiten bin ich auf die Fudge to Rock Your Hair aufmerksam geworden. Und dann kam auch einmal von den Künstlern die eine Interpretation von Cups. Perfect Pitch, When I'm Gone, hört sich richtig gut an. Und dann denke ich mir, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir in diesem Jahr ja auf der Merkliste stehen habe und mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Und eigentlich wollte ich an der Stelle das Video auch beenden und so ganz langsam in 2018 ausgehen, gleiten lassen, aber dann kam vor 3 Tagen der Song, wirklich der Song,
Und zwar Trommelwirbel, und im nächsten Video erkläre ich auch, warum jetzt kein wirklicher Trommelwirbel gekommen ist. Mai, Mai, Mai von Troye Sivan. Mittlerweile über 5 Millionen Mal aufgerufen, tagelang Nummer 1 im Trending. 2018 ist gerettet. Das ist das definitive Video für dieses Jahr, würde ich sagen. Durch die Bank weg gelobt. Die Huffington Post nennt es Flashy and Sexy Video. Und das ist es auch. Ich weiß nicht, wie oft ich es dieses Jahr schon gehört habe, aber ich werde es sicherlich noch mehrfach hören. Und einfach, wenn man sich anguckt, wie sich Troye entwickelt hat von in den letzten 2 Jahren von der Blue Neighborhood hoch jetzt bis zu Mai, Mai, Mai. Herrlich. Und ich hoffe, dass er sehr bald mal wieder nach Europa auf Tour kommen wird. Das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Subscribe sehr freuen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Kommentare da lasst und das Video mit euren Freunden teilt. Und wir sehen uns im nächsten Mal.